In der Maske ist emsiges Gewusel. Bei den jungen Theaterleuten von der Musical Company Hertha ist heute Kostümprobe. Das ist unsere liebenswerte Chaoten-Michi. Ja. Das neue Stück von Peter Pan auf dem Weg ins Nimmerland wird mit Hochdruck einstudiert. Ich bin James M. Barry. Ich bin der Autor, der sich das Stück überlegt und ausdenkt und in seinen Träumen weiterentwickelt. Und ich bin Captain Hook, der Anführer der Piraten. Ich bin die Mary. Ich bin Tinkerbell und Mary. Ich bin der Peter. Ich spiele den Michael. Ich spiele den Randy. Ich spiele die Intendantin. Also ich spiele einen von Piraten, da heißt Smee. Und im zweiten Stück spiele ich einen Löwen. Ich spiele die Titelrolle, nämlich den Peter Pan. Die Geschichte von Peter Pan, dem Jungen, der nicht erwachsen werden wollte, ist über 100 Jahre alt. Die Mädchen und Jungen der Martin Luther Musical Company bringen es jetzt auf ihre Bühne. Also das Stück ist Peter Pan und es geht um einen kleinen Jungen, der nicht erwachsen werden will, und um James M. Barry, der sich die ganze Geschichte ausdenkt, also der quasi der Regisseur von Peter Pan. Und es geht darum, seine Träume zu leben und das zu tun, was man gern möchte, und seine Träume Wirklichkeit werden zu lassen. So wollen wir auch das Publikum träumen lassen. Zu den vielen Abenteuern des kleinen Peter Pan gehört auch ein Besuch bei den Indianern. Profimäßige Unterstützung erhalten die Schüler von dem jungen Tanzlehrer Robin Martin. Die Frau Weineck hat mir die Musik per E-Mail gesendet, ganz kurz bevor ich hier angefangen habe. Und habe dann daraufhin mit der Frau Weineck zusammen das erarbeitet und habe daraufhin die Choreografie, die Sie jetzt hier gesehen haben, den Tanzsatire und meine Vastete innerhalb von 3 Wochen erarbeitet. Zum Glück stehe ich ja nicht alleine auf der Bühne, sondern ich habe großartige Schülerinnen und Schüler aus dem Martin-Luther-Gymnasium, die das auch schon länger machen, also jahrelang. Und die Energie ist äußerst positiv. Ja, die sind wirklich willig, das auch zu machen. Die sind sehr engagiert in ihrem Tun, folgen den Anweisungen, und da bin ich voll zufrieden damit. Ja, also so kann es weitergehen. Die Musical-Spieler treffen sich 3-mal in der Woche zur Probe in der Hart-Arena. Also uns macht es Spaß, weil wir haben einen super Trainer, Robin. Der macht das richtig professionell. Und unser Teamwork ist halt auch riesig, weil wir sind halt alle eine ganze Gruppe und wir spornen uns immer richtig dolle an und versuchen halt auch jeden Auftritt zu meistern, egal ob was kommt. Wir versuchen es immer richtig durchzuziehen und wir sind halt dort auch alle Freunde, und unsere Trainerin Anja Weineck, die unterstützt uns halt auch, und es ist halt eine ganz große Gemeinschaft und wir sind halt füreinander da, falls mal was ist. Und dann machen wir beim Dixieland-Umzug mit als nächstes. Das ist dann das Wochenende drauf. Da werden wir mitlaufen als unsere Tiere und dort bestimmt auch ganz viel Spaß haben. Es ist einfach ganz toll, wie unsere Muttis hier alle mithelfen und uns unterstützen und uns versorgen, damit wir nicht verhungern. Ja, ich habe meinen Beruf zum Hobby bzw. mein Hobby zum Beruf gemacht. Und ja, erstmal liebe ich die Kinder alle und bin von Anfang an dabei. Und die Kinder, bilde ich mir ein, die lieben mich auch. Ja, darum. Na klar. Und das ist ein Geben und Nehmen. Das ist. Bis zur Premiere im November bleibt den jungen Schauspielern noch etwas Zeit, die sie mit emsigen Probearbeiten ausfüllen. Der Tanz der Tiere ist schon nahezu perfekt.
Die ML Musical Company befindet sich zurzeit auf dem Weg mit Peter Pan auf der Suche nach Nimmerland. Premiere wird am 17. November 2011 hier in unserer Hart Arena sein und wir hoffen natürlich, dass ganz, ganz viele Zuschauer, nicht nur Eltern, Omas und Opas und Tanten und Onkels kommen, sondern auch Sie, liebe Zuschauer, uns dann wieder die Ehre geben, wenn es heißt Vorhang auf mit der ML Musical Company.